Heute möchte ich mit euch über eine neue Weltordnung sprechen, die sich meiner Meinung nach ja hier im Moment abzeichnet. Der Aufstieg der BRICS-Länder, also Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika, stellt eine große Herausforderung für westliche Institutionen wie G7, wie die EU natürlich und die NATO dar. Und weitere 19 Länder haben Interesse, diesem BRICS-Verbund beizutreten. Was das alles für deine Geldanlage bedeuten kann und wie du dich jetzt aufstellen solltest, alles das folgt jetzt hier und es geht direkt los. Was ich vorab sagen kann, ist, dass die Dominanz des US-Dollars als Weltreservewährung durch diese aufstrebenden Mächte bedroht wird. Das schmeckt den Amis absolut nicht und ich bin gespannt, wie das Ganze endet. Zuerst möchte ich über die mögliche Alternative zum Dollar sprechen, die von den BRICS-Ländern vorgeschlagen wird. Diese alternative Währung hat zwei Hauptvorteile, meiner Meinung nach. Erstens haben Länder, die stark in dem Dollar verschuldet sind, Schwierigkeiten, wenn der US-Dollar stärker wird. Außerdem werden Rohstoffe weltweit in Dollar gehandelt, was natürlich bedeutet, dass eine Verteuerung des Dollars zu erheblichen Kostensteigerungen für importierten oder für importierende Länder führt, insbesondere natürlich für Schwellenländer. Und wenn die BRICS-Länder eine gemeinsame Währung einführen und den Handel mit Rohstoffen in dieser neuen Währung abwickeln würden, könnten sie möglicherweise von geringeren Importkosten profitieren. Aber viel entscheidender ist, eine BRICS-Währung würde als globales Gegengewicht zum US-Dollar zusammen mit einem entsprechenden Zahlungssystem diese Nationen vor möglichen Sanktionen schützen, die von Europa und Nordamerika verhängt werden könnten. Und Ereignisse wie die schweren Sanktionen, die der Westen gegen Russland verhängt hat, haben vielen Ländern eine sehr wertvolle Lektion erteilt. Es kann schnell gehen, das haben wir gesehen. Und das, was gestern noch sicher war für diese Länder, ist morgen nicht mehr der Fall. Und laut Bloomberg werden die BRICS-Länder in Kürze die Möglichkeit einer gemeinsamen Währung diskutieren am 22. August und zwar in Johannesburg. Dieses Thema wird meiner Meinung nach oben auf der Tagesordnung eines des Gipfels der Staatsoberhäupter und Regierungschefs des BRICS-Blocks stehen. Also davon bin ich überzeugt und der steigende Wert der US-Währung und geopolitische Konflikte haben den Wert des Dollars und aller in ihm gehandelten Rohstoffe zulasten der meisten Schwellenländer in die Höhe getrieben. Und diese Situation hat die BRICS-Nationen und andere Länder dazu veranlasst, Alternativen zur Verwendung des Dollars als globale Handelswährung in Betracht zu ziehen. Und jetzt möchte ich euch 5 Punkte vorstellen, wie man sich bestmöglich finanziell darauf vorbereiten und aufstellen kann. Weil letztendlich haben wir alle keinen Einfluss auf das, was da letztendlich entschieden wird. Wir können uns natürlich auch immer nur bestmöglich schützen und darauf möchte ich eingehen. Nämlich genau die 5 Punkte, die du jetzt beachten solltest oder generell beachten solltest, hat jetzt auch nicht nur damit zu tun, aber generell beachten solltest, um dich hier natürlich bestmöglichst zu schützen. Also es geht hier um Geldsicherheit bei diesem Kanal, Daniel Sauer. Deswegen die 5 Punkte, wie du dich bestmöglichst davor schützen kannst. Wie ihr wisst, beschäftige ich mich seit Jahren mit der einzigartigen Geldregel, der 3-Speichen-Regel Reloaded. Und die ist hier im Moment wichtiger denn je. Und diese zu verstehen, wird für dich den Unterschied machen, solltest du immer noch in Leistungsversprechen sparen und dem Papiergeldsystem vertrauen, wie das halt noch sehr, sehr viele Millionen machen, immer noch. Oder aber jetzt deine Leistungsversprechen wirklich in echte Sachwerte überführst. Der erste Punkt, Diversifizierung deiner Anlagen. Streue dein Vermögen auf verschiedene Anlageklassen wie Aktien, Währungen, aber hier möglichst nicht im Euro und vor allem in echte Substanzwerte wie Edelmetalle. Dadurch verringern sich deine Risiken und gegenüber einer einseitigen Abhängigkeit und erhöhen sich die Chancen, von möglichen Veränderungen in der globalen Wirtschaft zu profitieren. Das ist schon mal wichtig und das Ganze nutze ich seit Jahren und habe innerhalb der letzten Jahre
Das blende ich euch hier mal ein. Mit meiner Spezialstrategie mache es wie die Hochfinanz zwischen 9,5 und 10% pro Jahr erwirtschaftet. Und das nachweisbar über mehrere Jahre. Wie gesagt, ich betreue mehrere Strategien, aber das ist eine ganz konkrete passive Anlagestrategie, die wir erfolgreich selber nutzen und natürlich auch fast alle unsere Mandanten. Ja, und deswegen blende ich das mal ein, einfach mal über 5 Jahre, über 10 Jahre und ja, dass man einfach mal auch hier sieht, wie hat sich diese ganz konkrete Strategie entwickelt. Ja, der zweite wesentliche Punkt ist die Währungsvielfalt und vor allem bei einer Bank auch außerhalb der Eurozone. Das ist halt unbedingt zu beachten. Berücksichtige verschiedene Währungen in deinem Portfolio und den Euro für kurzfristige Rückstellung natürlich auch, wenn mal was Ungeplantes passiert. Ich sage immer 3 Monatseinkommen, von mir aus auch 4 oder 5. Und neben dem US-Dollar könntest du auch zum Beispiel den Schweizer Franken, norwegische Krone oder auch andere aufstrebende Währungen mit in Betracht ziehen. Ja, auch der US-Dollar, der wird heute und morgen nicht verschwinden. Ja. Aber Fakt ist eins, du musst hier flüssig sein. Also das, was geplant ist, die nächsten 12 bis 15 Monate, was du bezahlen musst, was heute feststeht. Und wenn was dazwischen kommt, Waschmaschine, Auto, ihr kennt das, ja, das ist wichtig, dass du hier liquide bleibst. Ob dann in Euro, bei größeren Vermögen natürlich auch, wie gesagt, die Beimischung, aber das solltest du schon möglichst liquide auch im Euro halten. Aber darüber hinaus natürlich investieren in echte, solide Sachwerte. Ja, der dritte Punkt, Rohstoffinvestition. Betrachte Investitionen in Rohstoffe wie Gold, Silber, aber auch Öl. Also das Gegenteil, was die Grünen sagen, damit ja, liegst du immer Gold richtig. Diese Rohstoffe könnten in einer neuen Weltordnung eine ganz wichtige Rolle spielen und deine finanzielle Absicherung definitiv unterstützen. Das hat seit Jahrtausenden funktioniert und es, ich sage es immer wieder, es wird uns auch hier überleben. Und das egal, welche Partei irgendwo an der Macht ist. Es hat Gold noch nie interessiert. Ja? Also Gold ist immer noch da und ja, wenn ich jetzt mal 100 Jahre, 200 Jahre zurückgehe, gut. Der vierte Bereich, wichtiger Bereich, geopolitische Entwicklungen beobachten. Halte dich über geopolitische Entwicklungen und die Aktivitäten der BRICS-Länder auf dem Laufenden. Am einfachsten abonniere hierzu meinen Kanal Daniel Sauer und ich halte dich hier auf dem Laufenden. Und eine solide Wissensbasis hilft dir, fundierte finanzielle Entscheidungen zu treffen. In der Schule, ja, das weißt du, wenn du mittlerweile meinen Kanal schon länger verfolgst, bekommst du dieses Wissen leider nicht. Und fünftens, halte deine Ausgaben im Blick. So kannst du mit kleinen monatlichen Beiträgen schon in echte Sachwerte investieren und bist so ganz klar dabei. Und wir können dir helfen, mögliche wirtschaftliche Turbulenzen dadurch besser zu bewältigen. Und du kannst von diesen neuen Chancen dieser ja, Umverteilung, die gerade stattfindet, absolut profitieren. Und das ist nicht das erste Mal in der Geschichte, dass es zu einer neuen Weltordnung kommt. Und alles in allem könnte der Aufstieg der BRICS-Länder und ihre mögliche Einführung einer gemeinsamen Währung die globale Ordnung erheblich verändern. Und Herausforderungen und Hindernisse hin oder her. Wir dürfen nicht übersehen, dass diese aufstrebenden Mächte eine bedeutende Rolle in der Weltwirtschaft spielen. Und die Einführung einer alternativen Währung und die Stärkung der BRICS-Kooperation, wie gesagt, es wollen einige Länder noch dazu, werden meiner Meinung nach die Machtverhältnisse in der Welt definitiv ja, neu gestalten. Es wird hier eine Verschiebung stattfinden und es wird wirklich spannend sein zu beobachten, wie sich diese Entwicklungen in den kommenden Monaten entfalten werden. Und ich hoffe, ich konnte dir wieder sehr guten, wichtigen Content liefern. Und wenn du zukünftig willst, dass ich hier auch noch weitere Infos dir zur Verfügung stelle, dann abonniere meinen Kanal. Und das ist halt ganz, ganz entscheidend, damit wir das weitermachen können. Und was mich jetzt nochmal interessiert, wie siehst du das ganze Thema? Neue Weltordnung, da wird ja auch schon seit Jahren drüber gesprochen, aber wie siehst du jetzt diese neue Situation, dass die BRICS-Länder hier ja letztendlich eine neue Währung
mit einführen. Ja? Das würde mich natürlich interessieren. Wie du weißt, lese ich mir jeden Kommentar durch. Ja, schreib's unten rein und ich verlinke dir auch nochmal alle interessanten Aktionen, die wir haben, auch in dem Zusammenhang, weil es gibt Lösungen. Ich hatte es eben angesprochen, dieses Freiheitspaket, wo wir halt diese Strategie umsetzen, eine passive Strategie mit günstigen Kosten außerhalb der EU und oder dieses Sicherlager, spar dir was, ja, wo man halt mit ab 50 Euro ohne Vermittlungsgebühren einsteigen kann. Und ja, in diesem Sinne, bis demnächst.